September 1976 im Musikladen präsentierte die von Frank Farian gegründete Gruppe Bonnie M. ihren coolen Daddy im Westfernsehen. Nach diesem Auftritt wurden pro Woche 100.000 Platten verkauft. Nach 12 Wochen auf Platz 1 drüben waren Bobby, Missy, Liz und Marcia Hüben im Kessel zu bewundern. She's crazy like a fool. Ich freue mich. Marcia Barrett von Bonnie M. ist da. Marcia, wie war das damals, auch vom ostdeutschen Publikum gefeiert zu werden? First of all, thank you for having me. Zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung nach so vielen Jahren. And, the first time das erste Mal, dass wir bei der Show ein Kesselbuntes mitgemacht haben, war sehr, sehr interessant. Sehr aufregend, denn es war das erste Mal, dass ich vom Westen in den Osten gekommen bin. Also die Fahrt bis zur Grenze war, wie ich es sagte, sehr interessant. Gleichzeitig hatte ich aber auch ein wenig Angst. Zum ersten Mal sah ich direkt vor mir Soldaten mit Gewehr in der Hand und strengen Gesichtern. Da dachte ich, hier sollten wir uns aber vernünftig benehmen. Wer weiß, was sonst mit uns geschieht. Aber das Theater war sehr schön, überraschenderweise riesengroß und voller Leute. Wir dachten, unglaublich. Ich fand das toll. Wir bekamen viel Applaus. Sie wollten uns nahe sein und ansehen und herausfinden, wo wir eigentlich herkommen. Vier schokoladenfarbige Leute aus der Karibik, hier in Ost-Berlin, die Daddy Cool oder Sunny oder was auch immer singen. Alle waren sehr, sehr nett, sehr gastfreundlich. Ihr wart dann in Silvestersendungen und vielen anderen großen Shows im DDR-Fernsehen. Konntet ihr Kontakte knüpfen zu Fans oder Künstlern? Wir hatten damals doch schon einige Fans, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf. Und man fühlte, dass den Leuten wirklich gefiel, was wir machten. Und ich glaube, wir haben Nina Hagen getroffen, ja. Nina war immer daran interessiert, die Zeitschriften anzusehen, die wir aus dem Westen mitbrachten. Sie war sehr, sehr nett. Seither habe ich sie aber nicht mehr wiedergesehen. Sie erwähnte, dass sie vielleicht auch mal drüben sein würde. Und jetzt komme ich wieder hierher zurück und sehe Nina im Fernsehen. Toll. Ich konnte es kaum glauben. Nina, wenn du jetzt zuschaust. Nina, if you're looking, hello from Marcia.
War es euch in dieser Zeit, in den 70er, 80ern, bewusst, dass ihr auch im Osten große Stars wart? Am Anfang, im ersten Jahr, war mir das nicht so klar. Aber später sind wir so oft nach Berlin gekommen, da wurde mir bewusst, dass wir Erfolg hatten. Das war sehr schön. Man fühlte sich sehr wohl und gut aufgehoben. Wir sind in der ganzen Welt herumgereist. Das war wirklich eine schöne Zeit und ist es immer noch mit meiner Boney M-Truppe. Bobby Ferrell war der Exot in eurer exotischen Truppe. Bobby war so lustig und er war klasse. Was er zur Optik beitrug, war sehr schön. Er war jedes Mal anders. Alles, was er machte, machte er ohne Choreografie. Auch das bisschen, was wir Mädels machten, haben wir uns selbst ausgedacht. Und es hat prima zusammengepasst. Denn es schien so leicht. Alles war leicht. Wir haben gesagt, machen wir hier mal ein bisschen was. Wir haben uns das selbst ausgedacht. Wir hatten keinen Tanzlehrer oder so. Alles war spontan. Bobby hat einfach alles Mögliche gemacht. Und die Leute sagten nur, this is great. Marcia, wie bist du eigentlich zu Boney M. gekommen? Vorher war ich Tänzerin in der Top Ten Diskothek in Harburg. Nach anderthalb Jahren habe ich an einem Abend nach meinem Tanzauftritt das Mikro genommen. Der Diskjockey war Uwe. Wir haben erst kürzlich telefoniert. Er spielte Oh Happy Day. Und dann fing ich an, dazu zu singen. Das gefiel den Leuten. Und nach einer Weile habe ich um 16 Uhr die Tanzshow gemacht, habe mich dann umgezogen und kam abends im langen Kleid herunter und habe gesungen. Habe ein kleines Programm mit Songs zusammengestellt, mit dem ich dann 2 Jahre in Harburg aufgetreten bin. Es hieß damals Marcia aus Jamaika, oder? Marcia, die Schokoladenschönheit aus Jamaika. Und dann hörte ich von einer Freundin, dass ein Produzent eine Gruppe zusammenstellen wollte. Ich dachte, nein, eine Gruppe will ich nicht. Ich habe doch schon meine eigene Karriere. Es läuft doch gut bei mir. Doch nachdem ich wieder nach Hause, nach England zurückkehrte, dachte ich bei mir,
Eine Gruppe? Du willst doch raus in die Welt. Und was machst du hier eigentlich? Da dachte ich mir, ich versuch's mal. Nach einer weiteren Woche war ich in Saarbrücken mit Frank Farian und Stefan Klinkhammer. Ich habe 4 Songs am Klavier vorgesungen. Und am Ende sagte Frank Farian, ja, das könnte gehen. So war ich also drin. Ich war Mitglied von Boney M. Fans, also liebe Fans von Ost-Berlin oder Ostdeutschland, sollte ich sagen. Also ich möchte liebe Grüße und ich möchte sagen, Dankeschön für die schönen vielen Jahre, dass er Boney M gegeben hat. Und ich glaube, er freut sich, wenn Sie mich nochmal sehen mit meiner Show, okay? Bis dann, tschüss.